Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Curtain Call von Eminem. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Curtain Call aus dem Jahr 2005. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, also, so sieht das Ganze aus. Eminem Curtain Call lesen wir hier. Darunter noch The Hits. Und wir haben hier zwei riesige dunkelblaue Vorhänge. Und auf dieser Bühne vor den Vorhängen sehen wir dann Eminem bzw. seine Beine und seinen halben Oberkörper. Und hier liegen jede Menge Rosen auf der Bühne. Also sieht so aus, als hätte hier gerade eine Show, einen Auftritt gehabt. Und das Publikum hat hier begeistert Rosen auf die Bühne geworfen. Hier unten haben wir dann noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Auf der Seite lesen wir Eminem Curtain Call The Hits. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also wir haben eine Doppelvinyl, eine A, B, C und D Seite. Jede Menge Tracks und es ist mehr oder weniger so ein Best-of, also so, eine, ja, so ein Best-of aller Eminem Hits bis dato. Und wir haben hier Features drauf von Dido, Nate Dogg, Dr. Dre und Elton John. Also auf jeden Fall hochwertige Features. Auch hier wieder zu sehen die Bühne mit vielen Rosen und den Beinen von Eminem. Hier unten noch Credits und Barcode. Und dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze von innen aus. Auf dieser Seite lesen wir nochmal Curtain Call. Und das umgedrehte E. Und dann haben wir hier die Credits, Executive Producer etc. Hier nochmals eine Abbildung einer Eminem Live Performance. Und auf der rechten Seite weitere Credits zu den einzelnen Tracks. Also wirklich aufgeschlüsselt, welcher Track auf welcher Seite welcher Vinyl zu finden ist und wer an diesen Tracks beteiligt war, wer das Ganze produziert hat etc. Und hier haben wir diverse Aufnahmen, diverse Einblicke in Eminems Welt, also hier ins Studio, Aufnahmeprozesse und auch hier von diversen Videodrehs und Fotoshootings. Dann schauen wir uns mal die erste Vinyl an. Einmal. Und die zweite Vinyl dann auf dieser Seite. Auch wenn sie gerade nicht rausgeht. So, aber jetzt. Also, wir haben eine Doppelvinyl und diese kommen in so einer weißen, schlichten Hülle. Wir haben hier einmal Vinyl Nummer 1 und zwar ist das hier die A-Seite. Curtain Call lesen wir hier. Keine Tracks aufgelistet und Seite A. Das Ganze klassisch in Schwarz gehalten. Und auf der Rückseite lesen wir dann B-Seite und nochmals Eminem Curtain Call The Hits. Auch hier keine Tracks aufgeführt und auch hier in der Mitte sehen wir wieder die Bühne mit diversen Rosen. Klassisch in Schwarz gehalten. Und dann haben wir die zweite Vinyl. Und hier haben wir dann natürlich einmal die C-Seite. Auch hier wieder das umgedrehte E, das Logo von Eminem. Und auf der Rückseite dann die D-Seite, ebenso gehalten wie auch schon die erste Vinyl. So, das war's auch schon mit dieser Vinyl. Wir fassen nochmal kurz zusammen. Also einmal diese Vinyl, einmal diese Vinyl, also Doppelvinyl und das Ganze kommt in diesem aufklappbaren Gatefold. Also das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Curtain Call The Hits von Eminem. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Eminem unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.